Jo Leute, was geht ab und willkommen im neuen Jahr und wir stellen uns heute die Frage, was wird sich alles im Jahr 2022, also in diesem Jahr verändern? Abonniert unbedingt gerne unseren Channel, lasst doch gerne ein Däumchen rum da und wir starten direkt rein, das Video ist natürlich unten verlinkt. Die Pandemie ließ sich leider auch in diesem Jahr immer noch nicht in den Griff kriegen. Schlimme Hochwasser hielten Deutschland in Atem, Christian Eriksen kollabierte in einem EM-Vorrundenspiel und auch weitere überraschende Dinge sind 2021 passiert. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass ein einziges Schiff, das im Suezkanal feststeckt, zu Lieferproblemen auf der ganzen Welt führt. Dieses Jahr war turbulent und genau deshalb wollen wir mit euch einen Blick in das nächste Jahr werfen und euch 10 heftige Dinge vorstellen, die 2022 passieren werden. Dabei geht es unter anderem um Umweltschutz und sogar um ein Ereignis, das die gesamte Menschheit auslöschen könnte. Okay, das hört sich nicht gut an. Abonniert auch unseren Channel gerne und lasst auch gerne Däumchen oben da. Schaut auch unbedingt gerne auf TikTok vorbei. Von 2022 nichts erwartet. Wir sind gespannt. Die letzten Jahre haben uns ja auch gezeigt, man braucht sich nicht viel erwarten. Ein einziger Virus kann die komplette Erde stillstehen lassen und deswegen würde ich mir auch nichts vornehmen für die nächsten Jahre. Es sieht traurig aus, wenn sich nicht alle einig sind. Geht es mit der Nummer 10 und tatsächlich einer erfreulichen Änderung, die ab nächstem Jahr Millionen von Leben retten wird. Und zwar geht es um eine wichtige Änderung im Tierschutzgesetz. Bisher wurden männliche Küken nach dem Schlüpfen nämlich direkt geschreddert, weil diese keine Eier geben und daher keinen Wert für die Eierindustrie haben. Diese grausame Praxis hat der Bundestag nun endlich verboten und schon ab dem 1. Januar 2022 ist damit Schluss. Natürlich gilt dieses Gesetz erst einmal nur für Deutschland, aber man hofft, dass sich andere Länder ein Beispiel daran nehmen. Wäre mir nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, wie es in Österreich aussieht. Abgeschafft wird. Es ist also ich habe keine Ahnung, wie es in Österreich aussieht. Ich bin jetzt nicht so verwachsen damit, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da andere profitorientiertere Länder dran setzen. Gut möglich, dass Deutschland hier nur der Vorreiter ist und andere Staaten unserem Beispiel folgen werden. Weiter geht's mit der Nummer 9 und einer krassen Änderung bei der beliebten TV-Sendung Germany's Next Topmodel. Diese steht ja eigentlich schon von Anfang an, trotz oder gerade wegen ihrer großen Beliebtheit, immer wieder heftig in der Kritik, weil dort ein gewisses Frauenbild vermittelt wird, was gerade für junge Mädchen problematisch ist. Die Kandidatinnen sind nämlich fast immer sehr dünn, sodass Kinder und Jugendliche sich in ihrem eigenen Körper nicht wohlfühlen, wenn im Fernsehen immer propagiert wird, dass nur schön ist, wer groß und schlank ist. Natürlich, das ist schlimm. Aber ich glaube, man hat doch dieses Jahr schon ein bisschen geändert. Ich glaube, da war ja auch eine etwas dickere dabei. Ich glaube auch ein Transgender-Model. Also ich glaube, da ist man schon eher offener. Aber bin mal gespannt. Soll 2022 was? Nun aber Schluss sein. Tatsächlich wagt Germany's Next Topmodel in der nächsten Staffel nun erstmals richtig Diversität und so wie es aussieht, meint es Heidi Klum mit dieser Ankündigung auch ernst. Es gibt kleine, sehr große, kurvige, schlanke, junge und ältere Teilnehmerinnen. Die kleinste ist 1,54 Meter, die größte ist 1,93 Meter. Die Kleidergrößen gehen von 30 bis 54. Unsere Jüngste ist 18, die Älteste 68, verrät Heidi nämlich schon im Voraus. Vielleicht, ganz vielleicht, schafft die Germany's Next Topmodel Staffel 2022 so tatsächlich ein ganz neues Bewusstsein in der Gesellschaft und etabliert, dass jeder Mensch schön sein kann. Bei Heidi Klums Einfluss auf die Modewelt ist es durchaus denkbar, dass so auch ein Umdenken bei den Designern einsetzt. Manche sind da wahrscheinlich, Nummer 8 geht es manche sind da wahrscheinlich sehr festgefahren. Ich bin gespannt, wird die Erde zerstört? Ein Asteroideneinschlag, der die Welt erwartet. Genauer gesagt geht es um den Asteroiden 2009 JF1, der sich uns mit rasender Geschwindigkeit von 59.000 Stundenkilometern nähert und der einen Durchmesser von rund 15 Metern hat. 15 Meter? Bereits vor 10 Jahren haben Wissenschaftler 2009 JF1 entdeckt, 2022 wird es aber nun gefährlich. Ein Einschlag auf die Erde droht nämlich bereits am 6. Mai. Und auch wenn sich ein Durchmesser von 15 Metern natürlich nicht nach viel anhört, wäre dieser Einschlag mehr als verheerend. Durch die hohe Geschwindigkeit hat der Asteroid nämlich eine Sprengkraft von 230.000 Tonnen TNT.
Dies entspricht der 17-fachen Kraft der Bombe, die im Zweiten Weltkrieg Hiroshima zerstörte. Sollte 2009 JF-1 genau auf seiner Flugbahn bleiben, wird er die Erde zwar glücklicherweise verfehlen, wenn er seine Flugbahn aber beispielsweise durch Gravitationslöcher oder andere Flugkörper ändert, wird die Gefahr real. Die Chance auf dieses Ereignis liegt laut Wissenschaftlern immerhin bei 1 zu 4000. Die Raumfahrtbehörden NASA und ESA nehmen das Ganze deshalb durchaus ernst und haben für den Ernstfall einen Rettungsplan vorbereitet. Abschießen wahrscheinlich, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Weiter geht's mit der Nummer 7 und einer Sache, die noch vor kurzem keiner für möglich gehalten hätte. Zur Eindämmung der aktuellen Pandemie könnte nämlich wahrscheinlich im nächsten Jahr tatsächlich eine Impfpflicht eingeführt werden. Angela Merkel verkündete im Dezember, dass das diese schon ab Februar 2022 gelten könnte und der neue Kanzler Olaf Scholz signalisierte seine Zustimmung hierfür. Brisant an dieser Sache wäre, dass Politiker aller Parteien immer und immer wieder versichert hatten, dass es definitiv keine Impfpflicht in Deutschland geben werde. Menschen, die dies befürchtet hatten, wurden von den Medien als Verschwörungstheoretiker bezeichnet und es gab sogar Faktenchecks in renommierten Medien, die eine Impfpflicht komplett ausgeschlossen haben. Ob die Impfpflicht wirklich kommt und ob diese endlich den entscheidenden Durchbruch bei der Bekämpfung der Pandemie bringt, bleibt deshalb abzuwarten. Bin ich mal gespannt. Auf der Nummer 6 also befindet sich eine heftige Prognose, die viele Menschen freuen Bitcoin. Dürfte. Und geht zwar noch weiter hoch. Den Bitcoin. Die 2009 erfundene Kryptowährung wird schon seit vielen Jahren von ihren Anhängern als ultimative Alternative zu normalem Geld angepriesen. Zahlungen sind mittels Bitcoin nämlich komplett unabhängig von Banken und Staaten möglich und so kann jedermann, unabhängig davon, wer er ist und wo er wohnt, weltweit Bitcoins einsetzen. Nachdem der Bitcoin gerade erst im November mit etwa $69.000 einen neuen Höchstwert erreichte, gehen verschiedene Experten nun davon aus, dass der Wert 2022 noch einmal deutlich steigen dürfte. Schaffte die 100k-Marke? Der US-Analyst Matthew Hyland rechnet sogar damit, dass der Bitcoin schon im Januar $250.000 wert sein wird, während andere von mindestens 100.000 Dollar im ganzen Jahr 2022 ausgehen. Bei all diesen Vorhersagen muss man allerdings bedenken, dass niemand eine Glaskugel hat und dass der Wert des Bitcoins bisher sehr volatil war. Das heißt, er schwankte immer sehr stark und auch Abstürze um 50% und mehr sind bisher immer wieder vorgekommen. Natürlich. Die Kryptomärkte werden also so oder so sehr turbulent. Weiter geht es mit der Nummer 5 und einer Sache, die auch im nächsten Jahr natürlich noch ein sehr großes Thema sein wird. Es geht nämlich um den Klimawandel. Obwohl die Pandemie die Berichterstattung in allen Medien seit fast 2 Jahren bestimmt, ist der Klimawandel weiterhin ein heftiges Problem für die gesamte Menschheit. Das Land Australien möchte deshalb darauf aufmerksam machen, dass die gesamte Erde untergehen wird, wenn wir unsere Lebensweise nicht drastisch ändern und daher wird es dort im Rahmen des Projektes Earth's Black Box an einem abgelegenen Ort einen gigantischen Rekorder aus Stahl aufstellen. Das mit Solarzellen und Batterien angetriebene Gerät soll Informationen zum Klimawandel, zum Aussterben von Arten und zu Umweltverschmutzungen in Echtzeit auf Festplatten speichern und als unzerstörbares Aufzeichnungsgerät nach dem Ende der Zivilisation den neuen Erdbewohnern zeigen, woran die Menschheit zugrunde gegangen ist. Damit das aber nicht passiert, müssen wir also unbedingt etwas gegen den Klimawandel tun. Genau deswegen wollen wir euch auch ein neues Projekt von uns vorstellen, das uns sehr am Herzen liegt. EcoFi. EcoFi ist eine Browser-Erweiterung, die wir zusammen mit einem Team von Software-Profis im letzten Jahr für euch entwickelt haben. Denn wie eben schon gesagt, ist der Klimawandel leider noch immer die größte und gefährlichste Bedrohung unserer Zeit und wir können nicht länger tatenlos zusehen. Aus diesem Grund haben wir also EcoFi entwickelt. Mit EcoFi könnt ihr nämlich fast immer, wenn ihr online etwas einkauft, kostenlos einen Baum pflanzen. Und das mit nur einem Klick. So können wir also zumindest etwas dabei helfen, unseren Planeten zu schützen und alles zu tun, um unsere Zukunft auf dieser Erde abzusichern. Deshalb, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, geht auf den Link in der Videobeschreibung und fügt EcoFi an allen Laptops und PCs zu eurem Browser hinzu. Danke, Leute. Weiter geht's mit Nummer 4 und der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die schon seit ihrer Bekanntgabe... Ich weiß nicht, das wird ein Scheiß. Also sorry für dieses, aber das kann nur Dreck werden. Ich meine, allein habt ihr mal angeguckt, wann die Spiele sind. Die sind von November bis Dezember
und das zu Mittag, also so 14, 15 Uhr, also das kann sich kein normaler Mensch angucken. Und wer guckt sich zu Weihnachten eher Fußball an, anstatt Weihnachtsfilme? Und das ist halt, sorry, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein großer Erfolg werden kann. Dann natürlich, heftig umstritten ist. Die Menschenrechte werden in diesem Land nämlich mit Füßen getreten und allein auf den Baustellen der WM-Austragungsorte sollen bisher über 6.500 Arbeitsmigranten ihr Leben verloren haben, weil die Bedingungen für sie dort so schlecht sind. Viele Experten rechnen daher damit, dass es im Rahmen der WM zu heftigen Problemen kommt. Es könnte zum Beispiel passieren, dass die WM abgebrochen oder zumindest von einzelnen Ländern boykottiert wird. So könnte Katar begreifen, dass sein Umgang mit einfachen Menschen in der Welt nicht toleriert wird. Auf der anderen Seite geht es bei der WM natürlich um viel Geld, weshalb viele Fußballverbände keine Boykotts zulassen wollen. Was genau bei der WM 2022 passieren wird, ist also unklar. Allerdings sieht alles danach aus, als würde das Großereignis problematischer denn je. Weiter geht es mit der Nummer 3 und einem Ereignis, das in 2022 vor allem Katholiken weltweit schockieren könnte. Es ist nämlich durchaus möglich, dass Papst Franziskus das Jahr nicht überleben wird. Der 85-Jährige hatte schon in diesem Jahr mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und nach einer Darmerkrankung mussten ihm im Krankenhaus Teile seines Dickdarms entfernt werden, was in einem so hohen Alter natürlich eine enorme Belastung für einen Menschen ist. Ähnlich wie bei Daher ist es leider nicht auszuschließen, dass er entweder zurücktreten oder im ernstesten Fall sogar das Zeitliche segnen wird. Auch sein 94-jähriger Vorgänger Papst Benedikt rechnet bald damit, seine Freunde im Jenseits wiederzutreffen, wie er selbst sagte. Tatsächlich hofft er sogar nach eigenen Aussagen, dass dies schon in Kürze der Fall sein wird. Auf der Nummer 2. Wenn das Leiden dann immer größer wird, ich kann es mir gut vorstellen auf jeden Fall, es muss schlimm sein, aber ich glaube, das ist so ist auch der Lauf der Dinge, also jeder muss halt mal, Es um die Olympischen Winterspiele, die 2022 in Peking stattfinden sollen. Genauer gesagt geht es hierbei um das Abschneiden der deutschen Mannschaften. Viele Experten gehen nämlich davon aus, dass Deutschland sehr gute Karten hat, den Medaillenspiegel bei diesen Spielen anzuführen. Nur Norwegen hat laut den Buchmachern noch bessere Chancen und so dürfen sich Wintersportfans auf besonders spannende Wettkämpfe freuen, die eine gelungene Abwechslung zu den Pandemiejahren 2020 und 2021 sein werden. Kommen wir nun zur Nummer 1 und einem wirklich heftigen Ereignis, was laut vielen Experten schon lange überfällig ist und uns im Jahr 2022 endgültig ereilen könnte. Finanzinsider warnen nämlich vor einem gigantischen Börsencrash. Sehr viele Aktien gelten zurzeit als völlig überbewertet und könnten daher im hohen zweistelligen Prozentbereich einbrechen. Obwohl sich dies natürlich nach einem Schreckensszenario anhört, könnten gerade die jungen Anleger, die insbesondere in den letzten 2 Jahren in Scharen neu an der Börse angefangen haben zu investieren, von solch einem Crash tatsächlich auch profitieren. Stark gefallene Kurse bedeuten nämlich gleichzeitig auch günstige Einstiegsmöglichkeiten. Ob der prophezeite große Crash allerdings wirklich 2022 eintritt, bleibt fraglich. Schließlich wird vor ihm schon seit Jahren gewarnt, während die Kurse immer neue Höchststände erreicht haben. Außerdem gibt es... Das hört sich auch immer... Es ist auch schlimm, ich meine... Ja, das ist, glaube ich, auch so ein kleiner... Ich glaube, Corona war jetzt da nicht das Beste für und ich glaube... es hört sich sehr schlimm an, aber auch Inflation und so weiter, ich weiß ja nicht. Andererseits auch einen heftigen Inflationsdruck, der die Preise in die entgegengesetzte Richtung treiben könnte. Und das waren auch schon die 10 heftigen Dinge, die 2022 passieren könnten. Natürlich haben wir keine Glaskugel, deshalb schreibt uns doch mal bitte... Ja, ist auf jeden Fall ziemlich interessant das Ganze. Ich habe auch keine Glaskugel, aber es wird auf jeden Fall wieder ein heftiges Jahr werden. Ich kann es mir gut vorstellen, es prophezeit sich sehr viel. Und ja, wir haben auch gestern auf ein Best of 2021 reagiert, also abonniert auch gerne unseren Channel für mehr Reactions. Aber ich möchte viel, viel Neues hier auf diesem Kanal probieren, also schaut auch gerne auf unseren TikTok und Instagram-Account vorbei, falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Und wir sehen uns hoffentlich morgen
oder übermorgen wieder auf diesem Kanal. Ich möchte in einer Woche circa, ihr werdet dann noch Näheres erfahren, möchte ich komplett mit einem fetten Programm hier neu starten und abonniert dafür gerne den Channel. Es wird vieles sich ändern. Ich möchte neue Games zocken und eine neue Company zum Beispiel in Call of Duty und natürlich auch ein paar mehr Reactions. Also es soll ein bisschen vielfältiger werden und abonniert gerne den Channel. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.